Hallo Leute, die Erso Rechner hier. Willkommen zur nächsten Folge Ark Tiamat. Ark auf der Map Tiamat. Ja. Ich bin mal wieder unterwegs und zwar werden wir mit dem Basilosaurus unterwegs sein, den ich mir in der letzten Folge gezähmt habe. Da habe ich ja meinen Einichtys verloren und musste mir noch schnell so ein ganz Low-Level zähmen. Das heißt, wartet mal, Entschuldigung. ich habe auch die Taura-Sachen repariert. Ja, so, das heißt, ich bin wieder tauchermäßig dabei. Habt hier auch ein bisschen mehr Haltbarkeit noch reingemacht. Das wird alles hoffentlich gehen. So, dass wir. Oh, ja, stimmt, jetzt sind wir deutlich. Na, reiten. Der hat ein Level Up. Das kommt mal in Ausdauer. Der hat auch noch ein bisschen Fisch. Das ist okay. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich Fisch brauche. Öl. Stellt der von alleine her. Allerdings ist das Öl. Oh. Okay. Ist das Öl nicht so lange haltbar? Der ist nicht so schnell wie ein Ichthyosaurus. Allerdings. Ich glaube, so ganz langsam ist der auch nicht. Der ist halt deutlich größer. Deswegen. Ja, also Ziel wäre es, super, dass die Tore offen geblieben sind letzte Mal und jetzt zugehen, als ich durch bin. Ziel wäre es, einen Ichthy zu finden, der aber hochlevelig ist. Nicht so was Niedriges hier. Oh, lass mich mal durch, bitte. Und dann müssen wir mal gucken, ob uns Mantas angreifen zum Beispiel. Mal 60, 15, 25... Ja, das ist alles nichts. Und vielleicht finden wir ja noch einen. Also einen hochleveligen Ichthy würde ich gern finden wollen. Habe ich irgendwie. Oh. Erhöhte Isolierung gegen Kälte oder Hitze. Das ist super. Oder ein. Vielleicht finde ich ja noch irgendeinen. So ein Unterwasser-Lootbox. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Können wir auf jeden Fall die Augen nochmal offen halten. Und das hier einfach ein bisschen. Durch die Gegend. Durch die Gegend schwimmen. Ist jetzt kein hochleveliger Basilosaurus, ist klar, leider, aber guck mal, ich bin schon hier drüben. Krass. Also gerade wenn der sprintet, ist der, glaube ich, schon ganz schön schnell. Das wirkt vielleicht nicht so, aber der ist halt einfach auch viel größer als so ein Ichthyosaurus. Wo man aufpassen muss, ist, ich habe nochmal nachgelesen, die nehmen in großer Tiefe, nehmen die Schaden. Das ist dann ein bisschen schade, aber okay. Ja, das ist hier alles noch nicht der Fall, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mein Ichthy war natürlich viel, viel, viel ausdauernder. Ich will hier mal nochmal gucken, ob ich zufällig hier in so eine Lootbox sehe. Aber ich sehe gerade nichts. Level 70. Wendekreis ist aber auch ganz gut. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Der braucht definitiv noch mehr Ausdauer. Das wollen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Ist alles nichts. Okay, also Ausdauer ist hier definitiv ein Thema bei dem. Wir können uns mal hier um. Hier zwei Level 20 und Level nach 100 ist zumindest ein Anfang.
uns hier mal um in den Unterwassergräben hier. Fünfzig ist alles nix. Den einen, den ich gefunden habe, der war ja auch eher schon am Rand, so ein bisschen außerhalb. Ich frage, ob der Manta, ob die aggro auf mich werden? Weil eigentlich schwimmen die ja sonst neben dem her und tun nichts. Und hier sieht es auch so aus. Bis jetzt sind die noch nicht aggro geworden. Aber ich glaube, hier ist auch nichts. Richtung. Lootbox ist nicht zu sehen. Bei da unten kommt. Doch, da unten, genau. Luftblasen. Luftblasen sind eins der besten Zeichen, dass es da was gibt. Und da haben wir tatsächlich einen gefunden. Einen fortschrittlichen Ichthyosaurus-Sattel. Ist er weg. Auch nicht schlecht. Oh Gott, immer hochkommen hier. Uah. So. Das können wir hier rüber machen. Haben wir auch einmal nochmal ein Primiti, also dann die ganz einfachen Scuba-Sachen, okay. Ab und zu mal gucken. Die nehmen hier nämlich mit der Zeit Schaden unter Wasser. Das ist halt anscheinend so. Zumindest auf jeden Fall das Scuba, also das Atemgerät. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man irgendwo Luftblasen sieht, dann müssen wir da hin. Also wir müssen auf Luftblasen achten. Das hatte ich letztes Mal schon den Eindruck, dass es das sein könnte. Und jetzt bestätigt sich ja jetzt hier Luftblasen. Also meine zweite Unterwasserschatz gefunden. Allerdings noch keinen schönen Ichthy, den ich mir zähmen kann, der sich lohnt. Und so wackelt der so lustig. Ist da irgendwas? Können wir da so reinschwimmen? Können wir? Hoffe ich mal. Ja, mal kurz gucken, wo wir hier sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da durchkomme mit dem. Nicht, dass wir hier feststecken bleiben und hier irgendwie Problemchen kriegen. Ah, da ist ein Level aufgestiegen. Das stecken wir gleich mal in Ausdauer. Ausdauer. So. Und jetzt gucken wir mal. Irgendwann nimmt der nämlich unter Wasser Schaden. Kommt ja hier diese Schicht. Und ich vermute mal, dass er darunter dann Schaden nimmt. Das ist jetzt einfach meine Vermutung. Jetzt noch nicht. Ja, ist noch alles gut. Aber auch mit dem, du siehst hier drunten nichts. Es ist einfach zappeduster. Ja, also da ist irgendwas, aber
Ich hoffe, dass ich jetzt wieder Richtung oben schwimme. Nee. Ha. Hier bin ich in irgendeinem... irgendwo durchgetaucht. So ein bisschen schwierig rauszukriegen, wo man genau hin muss. So, da ist auf jeden Fall noch ein Basilosaurus Level 20. Ist jetzt auch nicht. Das ist alles niedriglevelig. Gibt es da einen Ichthy, der hochlevelig ist? 120. Naja, eigentlich reicht mir eigentlich auch nicht. Okay, wir gucken mal, wo wir sind. Schump. Also hier so mitten auf dem Meer. Ziemlich. Noch nicht ganz, aber ziemlich weit. Okay, also... hier ist dann, scheint dann aber auch nichts zu sein. Also wir gehen mal in die Richtung. Drehen mal. Guck mal. Ja, das ist okay. Also so weit mitten im Meer draußen scheint auch wirklich dann nichts mehr zu sein. Oder zumindest bis jetzt noch nichts zu sein. Ja. Die Richtung. Wir können ja mal gucken, ob wir zu der Insel da kommen. Die Teil der, also die noch Teil der Map ist oder nicht. Level 15. Hier ist zumindest wieder unter Wasser. Hier. Okay. Hier sind die Muscheln im Nirgendwo. Ah, jetzt hat das geladen. Okay. Die Richtung. Schauen wir mal. Blick auf die Uhr werfen. Ah, sind ja schon über 10 Minuten um. Also sind mit dem Basilosaurus unterwegs und haben noch kein Ichthy gefunden. Zumindest kein High-Level-Ichthy. Das ist alles niedrig-levelig hier. Aber ein Unterwasserschatz. Das ist doch schon mal ganz gut. Sind das da Luftblasen? Sind das da Luftblasen? Es sind Luftblasen. Guck mal, Leute, der nächste... du hier gleich an. Level 20. So, upp. Ist schön, wie der den Kopf in den Sand steckt. So, was haben wir denn? Okay. Was kann man mit den Goldcoins machen? Ich habe keine Ahnung. So. Gucken wir einmal hoch. Genau, jetzt geht's da lang. Ich vermute mal, das ist eine Insel tatsächlich noch. Also es ist einfach mal eine Vermutung. Das heißt, wir werden... ich werde mich mal aufmachen. Bis dahin. Gucken, ob ich unterwegs vielleicht noch irgendwo ein Ichthy finde. Wobei ich hier erstmal ganz viel Ozean vor mir habe. Wenn da was ist, dann kommt das in der nächsten Folge. Wenn da nichts ist, dann... kann ich euch das in der nächsten Folge erzählen, aber wenn es nichts zu sehen gibt, brauche ich es euch nicht zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und dann bis zum nächsten Mal.